So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit Raft. Ich würde gerade Satisfactory sagen, lol. Nee, wir gehen in die Ego und gehen erstmal pennen, weil es jetzt hier schon wieder so megamäßig dunkel ist. Hier ist jetzt eine Rieseninsel. Ja, man könnte zum Shop gehen, aber wie gesagt, wir haben ja diese Schrottwürfel auch. Nee, nicht wie gesagt, sondern wir haben ja diese Schrottwürfel noch nicht. Die werden wir auch noch in den nächsten Folgen noch nicht so wirklich regenerieren können, außer vielleicht durch Steine. Geschlafen haben wir gerade, ne? Ja. Okay, gut. Hier hat sich, wie gesagt, nichts getan. Ich habe offscreen nichts gemacht. Genau, also wir nehmen uns jetzt wieder Material zur Hand. Das ist ja noch nicht die ursprüngliche Breite. Also da kommen ja auf jeder Seite nochmal zwei Foundations dazu. Kann ich euch gleich mal zeigen oder erklären, warum. Nämlich, ich habe ja vor, das Ganze noch so zu machen. So, ne? Und dann kommen hier nochmal zwei dazu, auf der anderen Seite auch nochmal zwei. Und deswegen, ne? So, wir machen nochmal eben Nägel. Und dann machen wir hier nochmal das, was der Hai letztes Mal abgebissen hat. Rüsten wir gleich ein. So, dann kann er da nicht mehr bei. Und dann können wir hier nämlich ganz normal schließen wieder. Aber ich würde tatsächlich vielleicht erstmal... Doch, wir hatten ja gesagt, wir machen das bis hierhin zu. Da füllen wir dann noch. Da füllen wir dann noch und dann jetzt hat er erstmal was zu kauen. Das war ja nur Holz, was er da jetzt, Holz und Plastik, was er da. Ja, wir sind gerade an einer riesengroßen Insel vorbeigetrieben, ja stimmt, das hatte ich ja schon erzählt. Ach, scheiße, ey. Bei Wellengang ist es manchmal nicht so leicht. Oh, vier Planken, perfekt. Können wir gleich in unsere Eisenproduktion stecken. Sehr gut. Und wir wollten ja auch noch, die Ziegel müssten eigentlich jetzt trocken sein. Genau, die sind trocken. Dann können wir ja gleich nochmal 16 haben wir jetzt. Fehlen noch zwei. Sonst könnte man drei bauen. Aber jetzt bauen wir halt nur zwei. Nägel. Okay, wir haben Schrott. Uns fehlt aber Planken, ne? Waren hier nicht noch Planken irgendwo drin? Schön wieder dieses, dieses ruhige Wasser. Jetzt aber. So, dann haben wir noch zwei Schmelzen. Die kommen natürlich auch unten rein. Wo bauen wir die denn hin? So würde ich sagen. Und so würde ich sagen. Die brauchen natürlich auch Planken, um befeuert zu werden. Das ist natürlich klar. Aber jetzt kommen wir halt mit dem Schmelzen ganz gut voran. Hier sind Planken drin gewesen, ordentlich. So, das ist doch, sieht doch schon mal sehr gut aus. Da werden wir uns natürlich dann auch einen Schmelzenraum machen. Ich hätte eigentlich ursprünglich gedacht, das so auf zwei Boden-Variante zu machen. Das geht allerdings nicht so gut, der Erfahrung nach.
Also, dass man hier quasi einen zweiten Boden reinzieht, dann unten alles mit Rohren. Also, wenn man dann so weit ist, dass man eben Rohre benötigt. Oh, schon wieder ein Geschenk. Sehr schön. Mal was für einen Folgenschluss. So. Ich würde ganz gerne diese... Erstmal machen wir das hier zu Ende. Also das hier machen wir zu. Dafür brauchen wir jetzt Nägel. Und Eisenbarren, die haben wir ja, kriegen wir ja jetzt dauerhaft. Jetzt nehmen wir uns noch ein bisschen Holz hier. Und dann diese großen Beete, dass wir auch mal die Bäume anbauen können. Genau. Okay, da fehlen Nägel. Die haben wir aber noch oben. In der Kiste. Ein Nagel, okay, gut. Aber wir haben ja noch Schrott. So, dann haben wir eigentlich ausreichend Nägel erstmal. Sehr schön, Holz brauchen wir definitiv. So, und jetzt müsste er uns rein eigentlich dann auch schon wieder in Ruhe lassen. Jetzt fehlt mir noch Holz. Ist hier noch irgendwo Holz drin? Alles, was jetzt kein Holz ist, brauche ich auch nicht einsammeln. Da war eine Planke drin. Perfekt. So, jetzt müsst ihr uns in Ruhe lassen eigentlich. Aber ich will das auch gar nicht so lieber. Schrott ist das? Oh je, okay. Das ist auch so ein System, das ich nicht so ganz verstehe hier. Er grapscht sich immer von dem... Also wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt zum Beispiel hier, er grabt sich immer von dem oberen zuerst, ja, und nicht von dem unteren. Also wenn das jetzt ein kompletter Stack wäre, wenn das jetzt zum Beispiel so wäre, ja, und ich mache Seile, ja, dann grabt er sich das nicht von da, sondern von dort. Seht ihr? Und damit entstehen dann so Sachen wie hier, ne, dass er das nicht mehr stackt. Wenn er das von unten nehmen würde, ja, so, also wenn man jetzt oben und unten vertauschen würde, ne, dann würde ja oben irgendwann leer werden, so, und dann würde er, ne, also ihr wisst, was ich meine, denke ich, das finde ich ein bisschen blöd gemacht, aber es ist nun mal so, da muss man sich dran gewöhnen, immer mal wieder ins Inventar gucken. Sind hier zwei Stacks vorhanden, die man irgendwie ergänzen könnte, ne? Dass man da dann einen Platz wieder generiert. So. 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 So, so, so. Wir haben wieder ein paar Metallbarren. Sehr schön. Da kommt schon wieder die nächste große Insel. Oh je, das waren jetzt aber viele. Wir bleiben jetzt auch erstmal in den Gefilden. Wir könnten natürlich den nächsten Code von Tangaroa eingeben, aber das will ich noch gar nicht. Ich will in Tangaroa mit dem Schiff einlaufen. Das wäre so, das wäre schon mal ganz geil eigentlich. Jetzt schaffen wir uns hier ein bisschen Platz und bauen mal hier unten einfach, auch wenn der Rumpf noch nicht fertig ist. Wir können die ja immer wieder abbauen und an anderer Stelle wieder aufbauen. Hallo?
Die Fässer nehmen wir natürlich mit. Es sind ja auch immer noch ab und zu mal ein paar Pakete drin. Ja, okay, gut. Das wäre halt das, wäre halt so ein Ding. Dann hätten wir diese Anbauflächen eben auf dem Schiff und könnten dann auch selbst noch ein bisschen Holz generieren. Genau. So. Ja, ich denke, das ist eine ganz gute Größe. Klar, bleiben dann diese Verstärkungen hier. Das kann man aber auch rausnehmen. Da würde man ja nochmal einen Nagel gewinnen dann. Jetzt haben wir auch unser Eisen fast, fast durchgeschmolzen, wa? Wir haben kein Holz mehr, ne? Ja, okay. Kein Problem. Kupfer machen wir rein, das Eisen machen wir hier rein, die Steine machen wir rein. Nebenbei wollen wir natürlich auch ein bisschen neues Zeugs bauen. Hier bräuchte man eine Platine. Eine Platine, so. Jetzt fehlt uns Kunststoff. Der Kunststoff geht uns aber auch ganz schön schnell aus jetzt. So, dann machen wir den mal. Das hatten wir in der... In der ersten Story Location haben wir das ja gefunden. Erkläre ich auch gleich, wie das funktioniert. Ich würde das tatsächlich mit Seilen erstmal befüllen. Ich weiß gar nicht, ob 60 Seile gehen da rein. Jetzt ist das Lager natürlich ganz schön leer. So. Dann können wir nämlich schon mal ein paar Schrottwürfel generieren, wenn das Gerät hier komplett voll ist. Ich weiß nicht, ob das so schon voll ist oder ob wir noch mehr reinstecken müssen. Nee, geht nicht mehr. Okay. Natürlich brauchen wir auch dafür noch eine Batterie. Hallo? Plastik fehlt uns. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir hier unten Plastik haben. Ja, ich weiß, dass ich an einer Insel festhänge. Das geht jetzt aber gerade nicht anders, weil ich gerade andere Sachen zu tun habe. Deswegen müssten wir hier vielleicht mal... Wenn das Ruderhaus erst da ist, dann... Ne? Dann passt das. Dann kriegen wir das auch hin. So, Kaffee nochmal eingießen hier. Damit ich auch die Nacht durchstehe. Ist immer schön, wenn man, wenn man Nachtschicht hat, dass, wahrscheinlich, wenn diese Folge kommt, bin ich gar nicht mehr in der Nachtschicht. Doch, ich bin 4 Wochen jetzt in der Nachtschicht. Jeden Tag eine Folge. Passt. Erstmal alles einschmelzen. So, genau, hier vorne, den könnten wir schon mal abreißen, weil die Schräge brauchen wir nicht. Da kommt ja eine Gerade rein. Beziehungsweise, da haben wir jetzt einen Nagel für gekriegt, ne? Nee, okay. Eingerüstet, ich dachte, da gibt es immer einen Nagel. Ups. Falsche Taste erwischt. Ich dachte, da gibt es einen Nagel für eingerüstet.
So, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen darauf konzentrieren, dass wir nicht so viel Holz verbraten für sowas, damit wir erstmal unseren ersten, da braucht man glaube ich 10 Stück für oder so genau. Den Bolzen, wir haben noch Bolzen, ja, das war jetzt eigentlich Quatsch, den dafür zu verschwenden. Wir müssen mal gucken, wo der Schrottstrom ist. Jetzt können wir ja wieder in die Richtung fahren. Das passt ja mit dem Bug auch fast mit dem Wind. Wir wollten eine Batterie machen, ne? Damit wir hier. Genau. Da in dieses Gerät muss nämlich eine Batterie rein. Vom Geräusch her, ein bisschen, werdet ihr jetzt aber gleich hören. Ein bisschen nervig auf Zeit. Aber ja, was soll's. Aus einer vollen Ladung kriegen wir, glaube ich, 4 Schrottwürfel raus. Müllwürfel heißen die. Entschuldigung, Müllwürfel heißen die natürlich. So und hier noch mal eine. So. Den neuen Code brauchen wir noch nicht eingeben. Genau, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier wieder irgendwie in den Schrottstrom reinkommen, in den Müllstrom. Aber das kommt jetzt so langsam. Ich glaube, der Strom generiert sich auch so ein bisschen nach dem, wie du fährst. Also wenn du jetzt hier 500 Meter so gefahren bist, dann kommt der auch aus der Richtung. Ich habe jetzt einfach mal 500 Meter gesagt, so, ne? So, wir wollen die Beete bauen. So, da brauchen wir jetzt nur noch Planken für. Den Rest haben wir ja schon. Dann können wir uns die ja mal so kaschen. Wenn es jetzt nicht hier sowieso in die Netze reinläuft. Hätte ich eigentlich eine Reihe dahinter machen sollen, aber ist egal. Ist jetzt egal. Wir könnten auch rein theoretisch die hinteren Netze schon mal rausnehmen, weil die kann man nämlich auch wieder verwenden. Dann müssen wir hier nur für Ersatz sorgen, dass wir da dann nicht reinfallen irgendwann. Und die dann vielleicht hier reinsetzen. Dann nehmen wir das nochmal mit weg. So, dann haben wir hier nämlich einen größeren, ne? Dann schauen wir mal, dass wir vielleicht doch schon mal das Lenkrad machen. Das ist jetzt auch nicht so viel an Material. Dann können wir das Schiff nämlich schon mal ausrichten. Das ist genau in den Schrottstrom auch rein. Da ist schon mal ein Müllwürfel. Genau, dann machen wir hier mal schnell ein Lenkrad. Ich habe das gerne immer, wenn das wenn das ganz vorne ist, dann kann man nämlich sehen. Dann kann man nämlich sehen. Einmal kurz unter Wasser gezeigt hier. Da ist jetzt das Ruder, ne? Also eigentlich heißt es ja auch Ruder. Ich weiß nicht, warum die das Steuer genannt haben. Sehr schön, noch ein Paket. Und ja, eigentlich könnten wir. Nein, wir machen jetzt erstmal dieses Beet. Das erste, die erste Anbaufläche. So, und dann können wir nämlich auch gleich da schon mal Samen reinstecken. Nehmen wir erstmal einen nur mit. Und dann brauchen wir nochmal Wasser. So, das machen wir jetzt auch hier vorne hin.
erstmal, weil wir hier Platz haben. Das können wir, wie gesagt, dann ja umplatzieren. So, und da vorne kommt jetzt nochmal so ein Floß. Da sind bestimmt auch nochmal Schrottteile und sowas drin. Das fahren wir jetzt direkt mal an. Inventar ist noch genügend was drin. Genügend frei. So. Das Schiff hält dann komplett an, ne? So. Oh, Schrott, Metallerz, perfekt. Das geht jetzt unter. Oder geht das... Ne, das geht erst unter, wenn man einmal drauf war, ne? Wir waren ja gar nicht drauf. Jetzt geht's unter. Auch süß, ne? Genau. Den Wimpel würde ich mir auch nochmal da wegkaschen. Und hier vorne drauf machen. Dann können wir immer in Wind. Oder so ungefähr. Pipapo. Es gibt hier so eine Insel. Okay, gut. Ja, lassen wir erstmal so. Durch die Netzanordnung jetzt haben wir natürlich... Ich würde das erstmal so einmal durchziehen gleich. Und die Netze dann einfach ein Stück nach vorne setzen. Die in der Mitte brauchen wir jetzt dann auch nicht mehr. Also ich würde dann quasi hier aufmachen. Die Foundations kann man nicht abreißen, ne? Also abbauen so. Abbauen kann man nicht. Ach so, die müssen wir erst einmal leeren. Okay. Sonst löst er das mit auf. Wo sind die jetzt hinter? So, genau, ja. Dann haben wir hier eine durchgehende, ein durchgehendes Netz. Den können wir auch nochmal mit wegmachen. Und dann nehmen wir uns das hier. Scheiße. Okay, da muss man halt, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Das wird jetzt alles ein bisschen umstrukturiert hier, deswegen passiert jetzt hier auch ein bisschen was. Okay, wir brauchen was zu futtern. So, so erstmal. Perfekt. So, genau. Und den Rest, den wir jetzt, das können wir jetzt hier durch das ersetzen. Die beiden müssen auch noch zumachen und dann haben wir es eigentlich. Dann haben wir einen sehr großen Fächer und können dort dann eben ein bisschen mehr farmen, ein bisschen mehr, ja. So, hinten, wie gesagt, müssen wir auch noch mal zumachen. Das wird ja alles in hochwertig bleiben, ne? Dieser Untergrund hier. Vorne müssen wir noch zumachen. Genau. Und man sieht schon, die Palme wächst. Das ist schon mal sehr schön. Da sind schon drei Stück drin. Das kann man natürlich immer auch am Leben erhalten. Am besten sind am Anfang Seile. Oder auch Steine können wir auch... Man kann eigentlich Steine, Federn, man kann da alles reinstecken. Steine brauchen wir jetzt nicht mehr so. Wenn wir mal einen Stein brauchen, dann haben wir auf jeden Fall welche da. Ja, bis die Batterie halt alle ist, ne? Aber wenn man die Steine hier loswerden kann, dann ist es auf jeden Fall auch ratsam, Steine dafür zu benutzen. Und
Hier unten gehen 4 Müllwürfel rein. Und wenn der Slot hier unten voll ist, dann hört er auch auf. Ja, also dann muss man erst wieder die Müllwürfel da rausnehmen. Und dann kann es weitergehen halt. Ne? Hier habe ich die Angel mit reingesteckt. Genau, da könnten wir eigentlich mal die Seebrassen machen. Quatsch, die... die Fische da reinstecken, so. Achso, ich wollte ja sowieso ein bisschen was essen hier. Einmal das und... zwei Haie, glaube ich. Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Blödsinn, so. Wird schon wieder dunkel, ne? Schon wieder abendrot hier. Fürchterlich. Man macht immer nur ein bisschen was und dann, dann ist schon wieder dunkel. So, wir haben ja schon ein bisschen was geschafft hier. Das sieht ja auch alles schon ganz gut aus. Und die Bäume kann man dann natürlich abhacken. Braucht man eigentlich gar nicht mehr an Land. Man kriegt da auch wieder Samen zurück. So wie wenn das... aber halt auch nicht... auch nicht immer 100%, ne? Also das ist kein... Das wäre ja dann... Das wäre ja dann zu einfach, glaube ich. So, dann machen wir die eine Foundation hier nochmal eben hin. So, dann haben wir nämlich wieder hier ein bisschen Spielraum, um hier auch vernünftig laufen zu können. So. Das kann hier noch durchbraten. Aber, meine lieben Freunde, die Zeit ist auch schon wieder um. Ja, ich weiß, ich habe dieses komische Ding hier noch in der Fresse. Was ist das denn hier für ein Bug gewesen? Okay. Ich weiß auch nicht, warum der Mauszeiger jetzt da ist. Keine Ahnung. Na gut. Wie gesagt, wir machen jetzt hier nochmal schnell Geschenke auf. Da sind ja noch ein paar dazugekommen. Warte mal, wir gehen mal eben schlafen. Oh, noch ein Stuhl. Einmal nochmal schlafen, dass wir hier nochmal schnell einen Tag verbraten. So. Ein Ablager, also ein Regal quasi. Monstera, eine Pflanze. Und noch ein Schrank. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da oder zwei. Nein, ich weiß, es geht nur einer. Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Bioschmied.